sensationelle Meldung erregt die Öffentlichkeit. Mord wegen Millionenerbschaft. Das ist irische Geschrei! Im Mittelpunkt einer zwielichtigen Affäre steht das Eheinstitut Aurora. Ein neuer Film nach dem gleichnamigen Hörzu-Roman von Hans-Ulrich Horster. Wie heißt denn dieser Mann? Tomkin. Christinov Tomkin. Der Name deutet auf slawische Abstammung. Und wann kann ich ihn kennenlernen? Ich warte auf ihn eine Viertelstunde. Ich warte eine halbe Stunde. Ich warte eine ganze Stunde und... Ich bin schon einmal sehr hereingefallen. Ach. Und mit viel Geld. Ja, ja, man kann gar nicht genug aufpassen, nicht? Ja, es waren Heiratsschwindler. Sie leben also ganz allein? Sie sind ein Schlawiner, Herr Tomkin. Was Sie mit den Weibern treiben? Nee, nee, nee. Bei mir haben Sie kein Glück. Dieser Tomkin, der war hier? Ja. Ja, du kennst ihn doch. Sag mir, hältst du ihn für einen Mörder? Tja, die meisten Mörder sehen nicht wie Mörder aus. Das ist Herr Tomkin, Ihr Lehrer. Und das ist Graf Hohenberg, Ihr Schüler. Wieso Lehrer? Er hat Geld genauso nötig wie Sie, aber er hat noch gar keine Ahnung. Wie im Roman, den das Libanon schrieb, scheint endlich Sonne, denn ich hab dich lieb. Haben Sie wieder mal mitten in der Nacht in dem Arbeitszimmer da Staub gewischt? Na, Charles? Was haben Sie eigentlich dort gemacht? Menschen zwischen Schuld und Verstrickung. Niemand kann seinem Schicksal entgehen. Du hast einen Revolver? Wozu brauchst du denn? Bitte, Eva. Werde meine Frau. Dann bist du den Eindruck dieses Hauses los. Regisseur Wolfgang Schleif führt sie durch das Eheinstitut Aurora. Ja, weil er ihnen das Grundstück nicht zurückgab, haben sie ihn getötet. Gegen einen schweren Verdacht kämpfen Eva Bartok und Carlos Thompson. Hören Sie auf mit dieser Geheimnistuerei. Sagen Sie doch offen, Sie halten mich für den Mörder. Die hintergründige Elisabeth Flickenschild, der charmante Klaus Holm, die hübsche Ina Duscher, Rudolf Vogel. Ich befinde mich in einer augenblicklichen Verlegenheit. Hans Nielsen. Das ist ja das Verdächtige. Rainer Brandt, Ljuba Velic als heiratswütige Amerikanerin. Malta Gross. Ach, die Frauen sind ja überhaupt alle so verrückt. Nein, entschuldigen Sie bitte, Sie natürlich nicht. Ruth Nimbach, der aalglatte Diener Albert Bessler, Carster Löck. Ich muss ja nicht auf Männerfang ausgehen. Es singt Lorne Leslie. Er will gern in Heid, denn mein Mann ist's hell. Ich bin schuldlos. Das muss ein anderer gewesen sein. Aber wer? Dieser Herr war's. Lassen Sie mich los, Gigolo. Die überraschende Aufklärung eines mysteriösen Kriminalfalles erleben Sie im Eheinstitut Aurora. Eine Kurt-Ulrich-Produktion im Nora-Filmverleih.